Hey Leute, was geht? David von iDesignisch hier. Bevor wir heute mit dem Tutorial beginnen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, ich bin jetzt als Online-Dozent bzw. Coach tätig. Das heißt, in der Videobeschreibung, der erste Link, findet ihr einen 8,5-stündigen Kurs von mir, wo ihr wirklich alle spannenden und interessanten Tutorials finden könnt. Über von Möbeln bis hin zu Waffen bis generell allgemeine 3D-Szenen. Könnt ihr euch einfach aussuchen, schaut mal vorbei, das sind alles sehr sauber strukturiert. Die Videos sind auch alle nur knapp 15 Minuten lang. Daher müsst ihr nicht so lange am Stück die alle schauen und gehen einfach, denke ich, runter wie Öl. Wenn ihr auch auf den Link geht und über den Link die Seite besucht, dann bekommt ihr auch 10 Euro Gutschein bzw. einen 10 Euro Rabatt. Das halt nur so vorneweg. Und natürlich würde ich ihn auch super unterstützen. Aber genug gelabert, jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. So, jetzt machen wir so ein Closing, so ein Kleidungsteil, wie man das am besten benutzen kann. Ich bin gerade dabei, quasi so ein Lichtstudio zu entwerfen mit so einer Art Podest und da ist so ein bisschen Seide drauf. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ja okay, super, mache ich doch mal ein Tutorial draus, wie man denn generell mit den Kleidungstag arbeitet. Daher machen wir uns erstmal so ein bisschen so einen kleinen Lightroom, würde ich meinen. Quasi so einen Boden mit Wand. Wir erstellen uns jetzt eine Ebene. Wir machen das nicht so wie bei meinen anderen Tutorials über Splines, weil der Kleidungstag funktioniert bei Splines nicht. Das heißt, er muss ein Objekt haben, wie so ein Würfel oder so eine Ebene. Daher haben wir uns die Ebene erstellt. Da drücken wir jetzt mal C, um die ganzen Polygone auswählen zu können. Also die ganzen Segmente in Polygone. Und wählen uns mal die letzte Reihe aus. Also Maustaste gedrückt halten und einfach durchziehen. Na, nicht die zweite. Wenn ihr Mist gebaut habt, dann drückt ihr einfach nur mal STRG gedrückt halten und dann sind die weg. Und wenn ihr jetzt wieder neu machen wollt, dann haltet ihr Shift und gedrückt das, was ihr machen wollt. So, dann rechte Maustaste, dann Bevel. Dann halten wir die Maustaste gedrückt und ziehen das mal ein bisschen nach oben. So, dass das so wie hier quasi so eine sowas ergibt. So eine Pyramide quasi. Dann geht ihr auf das normale Verschiebungswerkzeug und zieht es einfach nach oben. So habt ihr jetzt sowas hier. Ach scheiße. Hier sind mir gerade aufgefallen, wir haben was Wichtiges vergessen, und zwar das länger zu machen. Aber das ist kein Problem, und zwar wir wählen einfach das letzte Mal aus. Und ziehen es einfach mal länger. Quasi die Segmente, die hier flöten gehen, ist ja eigentlich wurscht, die brauchen wir gleich eh nicht. Und wir ziehen das einfach mal so lang, wie wir es haben wollen. Ich denke mal, so ist es in Ordnung. So, dann. Aber ihr könnt auch übergehen, indem ihr das einfach löscht und nochmal neu macht. Wie ihr wollt. So, jetzt machen wir mal unser Podest. Das heißt, wir nehmen uns einen Büffel. Und gehen erstmal in unser Objektwerkzeug wieder rein, damit wir die ganzen Funktionen haben. Und ziehen das Ding einfach ein bisschen kleiner. Sorry. Ne? Nicht kleiner, sondern größer. Wir wollen das auch ein bisschen höher haben. Ich denke mal, so ist in Ordnung. Aber so ist okay. Wie viel Platz haben wir da noch? Ja, okay, ist okay. Dann drücken wir mittlere Maustaste.
gehen in die vorne Perspektive und ziehen uns das mal zurecht, sodass es auf dem Boden ist. Aber momentan ist es ja ein bisschen über dem Boden. So. Dann kopieren wir uns den Gedöns, STGC, SGV. Ziehen uns das ein bisschen höher. Nehmen unser Skalierwerkzeug und skalieren das Ding einfach ein bisschen runter. Ich denke mal, so ist okay. Dann mit der Maustaste und wieder so, dass es halt einfach aufeinander liegt. Machen wir ein bisschen größer. Ja. So, dann kopieren wir uns wieder. STG, C und V. Ziehen das wieder hoch und skalieren das. Außerdem, wenn ihr wieder Leertaste drückt, dann kommt ihr wieder auf euer letztes ausgewähltes Werkzeug. Das ist immer ganz praktisch. Und ziehen das einfach ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist okay. Und dann ziehen wir es wieder auf den Boden. Yep. So, jetzt kommt der eigentliche spaßige Teil. Und zwar, wir nehmen uns beispielsweise mal den unteren Würfel hier und kopieren ihn uns und ziehen ihn mal ein bisschen hoch und ziehen ihn einfach mal kleiner. Also quasi können wir mal so machen zum Beispiel. Und jetzt, da ihr müsst euch das vorstellen, wenn er jetzt, wenn wir jetzt die Seide machen oder das Tuch, dann fällt es also so runter und überlappt halt die anderen Objekte. Daher müssen wir das ein bisschen größer ziehen. Ich mache das einfach mal hier an den Eckpunkten. Ich denke, das ist ein bisschen zu weit. Aber so in etwa halt. Und wenn das halt auf dem Boden ist, dann seht ihr quasi hier, hört dann, also das alles ist überdeckt mit Seide. Und hier ist dann der Saum der Seide oder des Tuches. So, deswegen ziehen wir es wieder hoch und wählen Segmente aus für die individuellen Würfel oben. Das heißt 30, 30 und 30. Und zwar daher, weil umso mehr Segmente ihr habt, desto fluffiger ist letztendlich die Animation. Weil ihr müsst euch vorstellen, dass halt die Segmente gebogen werden. So in etwa quasi. Dann wählen wir uns hier unsere Würfel aus, dann gehen wir auf, wo haben wir es? Struktur, Kleidung und wählen uns den NURB aus und machen den Würfel, ziehen den hier rein. Können wir den mal Würfel nennen, das heißt Doppelklick draufdrücken und mal Tuch eingeben, dann wissen wir, worum es geht. Dann gehen wir mal, ja, obwohl das zeige ich später, beim Tuch. Gehen wir rechte Maustaste, Kleidungstag auf Kleidung und dann wählen wir uns hier auch noch die Ebenen aus, also das heißt den Boden und die Würfel, weil wir noch einen Kollisionstag haben wollen, wählen wir aus, das heißt wir gehen auf ein Objekt und halten STRG gedrückt und wählen dann die anderen gewünschten Objekte aus. Rechte Maustaste, Kleidungstag, Kollision. Ihr könnt jetzt noch auswählen die Federung oder die Reibung, das heißt, ob das jetzt noch groß abfedern soll oder sowas, ist eigentlich egal. Deshalb könnt ihr es lassen. Und das Tuch. Jetzt geht ihr auf den Kleidungstag und die Gravitation erstmal 0. Na, 0. Und jetzt müssen wir die Position bestimmen. Da wir ja von oben nach unten haben wollen und wir haben hier die Achsen X, Z, X, Y und Z, die blaue, haben wir auch X, Y und Z. Z wäre jetzt falsch, deswegen machen wir hier 0 und jetzt machen wir Richtung Y, machen wir mal 10. Jetzt kommt allerdings ein Punkt noch, also den ich gleich zeigen werde, weil wir haben jetzt 10 eingegeben. Und die Wellenstärke machen wir auch mal 10. Können wir gleich nochmal ändern, wenn wir wollen. Und dann müssen wir das noch quasi zum Polygonobjekt machen. Das heißt, wir drücken auf den Tuch und drücken C. Und jetzt gucken wir mal, was denn passiert.
Ja, da wartet. Wie ihr sehen könnt, pustet das Ding jetzt nach oben. Das wollen wir nicht haben, denn wir haben beim Tuch, beim Kollisions, Kleidungsteig haben wir auf, wo haben wir es? Richtung Y, wie ihr sehen kommt Y, aber Y ist oben. Also, minus 10, nix gut. Daher machen wir mal minus 10. Quasi das Gegenteil. Und jetzt gucken wir mal, ob es alles funktioniert und alles gut ist. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Wir seht jetzt, aber nicht wundern, das geht erstmal bis ein Tuch runter und dann fallen gleich die Ecken. Jetzt seht ihr, die Ecken fallen unten runter. So, das sieht auch schon mal gut aus. Ein paar Sachen können wir gleich noch verändern. So, und jetzt seht ihr hier, ist halt die Kollision und es bleibt. Jetzt können wir das anhalten. Anhalten und das mal kurz mal rendern hier. Und so sieht es aus. Es sieht halt noch nicht unbedingt so toll aus, weil hier sind so ein bisschen, sieht aus wie Blasen. Das ist nicht so gut. Das liegt daran, weil es noch zu dünn ist. Das heißt, wir gehen hier auf unser NURB und machen die Dicke. Können diese mal, also, ja, machen die aber nicht zu dick. Ihr könnt ja mal rumspielen, was für euch besser gefällt, aber 0,3 ist, denke ich, ganz gut. Wenn wir, ja, wohl, könnte ein bisschen mehr sein. Sage ich mal, gehen wir mal auf 10. Ne, okay, 10 ist ein bisschen zu krass. Aber jetzt seht ihr, jetzt sind die Bubbel halt weg. Deswegen gehen wir mal auf 1. Ja, gehen wir mal auf 2. Ja, okay, es wird besser. Ganz kurz können wir auch noch was machen. Und zwar, wir wollen, machen wir mal kurz weg, NURB ausschalten und unser Tuch ausschalten, weil die Würfel, die da unten sind, auch wenn es Kartons sind, die sind ja, haben ja keinen rechten Winkel im Echt. Deswegen machen wir ein paar Rundungen rein. Bei Rundungen machen wir aber nur leicht. Quasi meinetwegen 3. Ja, 3 ist okay. Und jetzt machen wir kurz die Tücher wieder an. Und schauen wir mal. 3. Machen wir mal 5. Das ist jetzt der Vorzeigeffekt. Okay, 5 ist okay. Dann machen wir mal ein bisschen höher. 5,5 vielleicht. Oder sogar 6, mein Ding. 5,5. Ja, so ist doch genial, so ist doch super. Schauen wir mal 6, vielleicht 6 noch besser. Ja, 6 ist doch super, dann ist es keine Seide, sondern eher eine Winterdecke, aber ist ja egal. So, so ist es quasi, könnte es aussehen. Jetzt machen wir uns noch die kurze Textur. Da normalerweise, wenn man für Geld arbeitet, ja, Zeit Geld ist, nehmen wir uns einfach aus den Ordner hier, gehen wir rauf auf Library, auf den Content Browser, und je nachdem, was ihr für eine Version habt, habt ihr halt verschiedene Tools. Ich habe jetzt die R12er und ich benutze jetzt nur die Tools, die jetzt schon drin waren, also ansonsten wäre ja doof, weil die habt ihr ja sonst nicht. Deshalb können wir jetzt mal auf, muss ich kurz immer ersuchen, gehen wir auf Prime. Machen wir Prime mal auf, gehen wir auf Materialien, Materials, und gehen dann, können wir mal rumklicken, was uns gefällt. Also Basic ist halt so meistens, was so Basic ist. Und daher, ja, Wand, okay. Suchen wir erstmal was für die Seide oder unsere Winterdecke. Und ich finde so ein Chrom ganz cool. Das hatte ich entdeckt gehabt. Muss ich das noch finden, wo das denn ist? Fand ich eigentlich ganz cool. Scheiße, jetzt ist es weg. Metall, wollen wir nicht Metall? Teils wird so ein Kram, so ein Kack. Da war echt ein cooles Chrom. Vielleicht unter Mist.
ich glaube, da war es. Misk. A, B, C, D, könnte auch Fabric, also das heißt so. Ja, machen wir mal Fabric, also sprich Baumwolle. Obwohl. Nee. Aber wo ist denn das scheiß Chrom hin? A, B, C, Chrom. Da, geil. Ich glaube, es war das hier. Fand ich ganz schnieke. Nehmen wir das Chrom und machen was auf den Nörp. Und dann suchen wir uns was, machen wir uns einfach nur ein neues Material hier drauf. Und machen das mal weiß. Für den Lightroom an sich. So, dann wollen wir noch. Ja, wie machen wir es am besten? Jetzt könnt ihr aussuchen, wie ihr die Beleuchtung machen wollt. Ich mache die mal mit Ebenen. Das heißt, hier links und rechts jeweils Ebenen. Das heißt, drehen wir die auf 90 Grad. Na? Kopieren die uns und tun die auf die andere Seite. Dann machen wir uns ein neues Material. Glanzlicht raus, Farbe raus und leuchten. Machen wir allerdings auf der einen Seite ein Blau, so ein Marineblau, allerdings sehr hell. Nun können wir mal gucken, wie, das müssen wir gucken, wie die Strahlung sein soll. Aber 300 könnte ein bisschen krass sein, ich glaube mal 200. Schauen wir mal. Klatschen wir es auf die andere Seite. Auf die eine Seite duplizieren wir uns mit STRGC, STRGV. Gehen dann wieder rauf und machen dieses Mal ein warmes Licht. Quasi so ein Beige. Und packen das auf die andere Seite. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das reicht jetzt nicht mehr. Eventuell machen wir noch so eine kleine Kugel als Lichtquelle, also als weißes Licht. Also erstellen wir so eine Kugel, ziehen die ein bisschen kleiner. Ein bisschen hoch und. Und. Machen wir mal leuchten. Na, nicht diffuser leuchten. Und dann zoomen wir mal ran an die ganze Chose. Wir wählen dann unser Ambient, also unser Render Manager. Effekte gehen auf Ambient Occlusion und auf Global Illumination. Und das drehen wir mal ein bisschen auf die Strahlentiefe. Die Strahlentiefe heißt quasi, wie viel Licht aufgenommen werden soll. Dann machen wir mal 3. Also ihr ändert eigentlich nichts an der Qualität in dem Sinne. Ihr könnt ja einfach mal probieren, was für euch besser ist, was euch besser gefällt, ist Geschmackssache. Und die Gamma-Strahlung auf 2,2. So, beim Cache natürlich alles wieder niedrig, weil mein PC scheiße ist. Minimal, schwach. Und dann würde ich mal sagen, gutes Rendern. Und es dauert jetzt ein Weilchen, deswegen sehen wir uns gleich wieder. So sieht es dann aus von der Beleuchtung doch schon mal, denke ich, nicht schlecht. Ich meine, okay, vielleicht machen wir da auch ein bisschen was. Aber das sieht sehr aufgequollen aus und das sieht irgendwie doof aus. Deswegen gucken wir mal, wie wir das beheben können. Ja, okay, dann machen wir mal was anderes. Und zwar, wir gehen jetzt auf den NURB wieder und machen mal die Dicke. Machen die mal wirklich sehr dünn. Also 0,3 quasi. Jetzt sieht es zwar so aus, aber wir machen auch noch die Unterteilung. Weil die Unterteilung ist halt, wie ich schon gerade erwähnt hatte, wie smooth das halt ist, alles ist. Und wenn ihr die jetzt hochschraubt, aber nicht zu hoch, weil, wie ihr sehen könnt, mein PC kommt langsam an die Grenzen. Wie ihr sehen könnt, während dann gibt es da halt mehr Unterteilungen. Und dementsprechend ist es dann mehr smooth. Jetzt in der Ansicht seht ihr das so mit so ganz eklig, aber wenn ihr jetzt beispielsweise mal
rendert. Also ich habe jetzt mal ganz kurz das hier ausgemacht, um das mal anzugucken. Wenn wir uns das mal rendern, seht ihr, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also da habt ihr jetzt keine diesen ganzen Pickel, die ihr da hattet. Und auch die Ränder sehen jetzt eigentlich ganz cool aus. Also ich würde die so lassen, weil ist halt Seide, das kann halt immer mal was so sein. So, eventuell würde ich jetzt gerne noch ein bisschen Schatten hinzufügen. Ich denke mal, die Kugel lassen wir raus. Ich denke mal, da machen wir einfach mal ein Licht. Mitte rein. Ich denke mal, wir machen mal ganz kurz unser aus. Ziehen das mal ein bisschen hoch. Ich denke mal, so ist okay. Und machen dann bei Licht weich. Und machen wir das mal volumetrisch. Also das heißt, dass so Nebel erscheint. Das finde ich immer ganz cool, muss ich gestehen. Deswegen gucken wir mal. Also zoomen das wieder ran. Und dann machen wir wieder alles grün und Global Emulation und sowas wieder rein. Und dann würde ich sagen, ab zum Rendern und wir sehen uns gleich wieder. So, okay, jetzt ist er fast fertig. Gut, das mit dem Licht war jetzt eine schlechte Idee, weil das ist ein bisschen zu grell. Aber ihr kriegt den Punkt. Also, you get the point, right? Also, dementsprechend machen wir einfach mal das Licht. Löschen wir. Aber ansonsten war es da soweit. Ich werde da jetzt mal ein bisschen weiter feilen, damit ich es generell als so Lightroom haben kann, weil ich hatte ganz geile Bilder gesehen, so als Integration halt mit irgendwelchen Dekorationen, also sprich, was ich halt dann als Speedart nehmen kann, diesen Podest, um halt Dinge auszustellen. Dachte ich, ey, ist ganz cool. Aber gut, das war es erstmal soweit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen dabei. War doch ein bisschen länger als erwartet. Aber dafür hoffe ich doch mal, es war ausführlich und ein bisschen verständlich erklärt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und wenn ihr wollt, dann schaut einfach mal vorbei auf meinen Kurs. Da habt ihr noch 8,5 Stunden Gelaber von mir. Ich denke mal, damit seid ihr dann beschäftigt. In diesem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis dann.